Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom, denn ich habe mal wieder ein paar Tipps für dich zusammengesucht und dachte mir, dass ich mal wieder so ein kleines Video machen kann mit meinen besten Lightroom-Tipps aktuell. Ganz viel Spaß! Wir sind jetzt wieder in Lightroom und den ersten Trick, den ich dir zeigen möchte, ist das automatische Ein- und Ausblenden von bestimmten Bereichen in Lightroom. Ich habe jetzt hier im Moment alle Paletten, also die rechte und linke Palette hier, die kann man sich ja alle einblenden lassen. Die habe ich jetzt alle mal ausgeblendet gehabt und jetzt blende ich sie alle mal ein. Der große Nachteil ist jetzt hier natürlich, dass man wesentlich weniger Platz hat, um seine Fotos zu betrachten. Also gerade wenn ich jetzt hier mal ein bestimmtes Bild betrachten möchte, dann habe ich das jetzt hier natürlich großflächig angezeigt. Aber ich könnte es mir noch viel größer anzeigen lassen, wenn ich diese ganzen Paletten hier halt einfach alle mal schließen würde. Dann würde das halt wesentlich größer noch dargestellt werden. Jetzt habe ich aber natürlich nicht Lust, jedes Mal mir diese Paletten hier immer alle einzeln ein- und auszublenden. Was man aber machen kann, ist hier in den schwarzen Bereich, da wo auch dieser Pfeil drin ist, einfach mal einen Rechtsklick reinzumachen. Das steht jetzt aktuell auf manuell. Und jetzt kann ich hier aber auch einfach sagen, automatisch ein- und ausblenden. Und wenn ich jetzt hier mit der Maus rübergehe, dann siehst du, wie hier automatisch diese Palette eingeblendet wird. Wenn ich mit der Maus rausgehe, dann wird sie wieder ausgeblendet. Und natürlich ist es jetzt so, dass diese Palette dann so ein bisschen über dem Bild drüber schwebt. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn wenn ich jetzt hier innerhalb dieser Palette etwas machen möchte, dann kann ich das ja ganz einfach machen. Ja, und andersherum, wenn ich jetzt wirklich das Bild bearbeiten möchte, dann habe ich das hier wirklich großflächig vor mir. Das müsste ich jetzt für jeden einzelnen Bereich selber machen. Also auch hier jetzt unten müsste ich auf automatisch ein- und ausblenden klicken. Und wenn ich dann jetzt hier rüberfahre, dann wird das Ganze hier genauso gemacht. Und genauso möchte ich das auch hier auf der rechten Seite machen. Hier ist das schon tatsächlich ausgewählt und du siehst auch jetzt, wenn ich jetzt hier rüber fahre, dann wird das entsprechend eingeblendet. Und genauso funktioniert das auch hier in dem Entwickeln-Modul. Ja, das hier auf der rechten Seite, das lasse ich eigentlich immer auf manuell, weil das möchte ich eigentlich immer drin haben. Das kann ich hier mal auf manuell stellen. Das möchte ich immer drin haben. Hier aber auf der anderen Seite, da möchte ich diese Palette dann tatsächlich immer nur dann drin haben, wenn ich sie brauche. Das ist mal Tipp Nummer 1 und damit kannst du, wie gesagt, dein Bild einfach immer schön groß darstellen lassen, selbst wenn du auf kleineren Bildschirmen arbeitest. Tipp Nummer 2 ist ein Tipp, den ich dir geben möchte, wenn du kontrollieren möchtest, ob deine Pixel ausgebrannt sind oder viele Schwarzanteile beinhalten. Und dafür kannst du jetzt einfach mal die Taste J drücken. Und dann wirst du feststellen, dass hier bestimmte Bereiche gerade blau eingefärbt wurden. Und diese Bereiche sind Bereiche, die komplett schwarz sind. Und ich werde jetzt hier mal oben in die Grundeinstellungspalette gehen. Und wenn ich jetzt hier mal die Belichtung weiter nach unten ziehe, wirst du merken, wie immer mehr Pixel hier blau werden, weil die dann halt komplett schwarz sind. Ja, noch einfacher ist das, wenn ich jetzt hier mal den Schwarzpunkt mache, dann siehst du, wie das hier alles wirklich komplett schwarz wird. Und andersherum kann ich genauso das ganze Bild aufhellen. Ich ziehe jetzt hier die Belichtung mal nach oben. Und dann wirst du in manchen Bereichen sehen, wie das hier rot wird. Und diese roten Pixel, das sind Bereiche, die entsprechend weiß ausgebrannt sind. Man sieht das hier oben auch immer richtig schön am Histogramm, dass jetzt hier zum Beispiel das rechte Dreieck aufblinkt. Das bedeutet immer, ich habe hier Stellen, die komplett weiß sind. Und wenn ich das Ganze jetzt in die andere Richtung ziehe, dann siehst du, wie jetzt hier auf der linken Seite das Dreieck aufleuchtet. Das sind dann Stellen, die komplett schwarz sind. Ich kann das Ganze übrigens auch machen, indem ich jetzt hier einfach mal auf die einzelnen Dreiecke einmal draufklicke. Dann kann ich mir diesen Effekt auch anzeigen lassen. Einfacher geht es aber mit der Taste J. Dann kann ich nämlich direkt immer beide ein- oder ausblenden. Tipp Nummer 3 ist immer dann sinnvoll, wenn du deine Bilder mal ohne irgendwelche Störungen dir anschauen möchtest, dann klick einfach mal die Taste L. Und wenn ich das einmal mache, dann wird hier alles abgedimmt, außer das Bild an sich. Das ist eine sehr schöne Variante, weil ich dann zum Beispiel dieses Bild auch mal einem Kunden zeigen kann, ohne dass er die Bearbeitungsschritte sieht. Wenn ich hier nochmal auf L drücke, dann wird das Ganze drumherum wirklich komplett schwarz. Aber grundsätzlich nutze ich das wirklich sehr, sehr gerne, auch wenn ich mir ein Bild einfach mal nach der Bearbeitung anschauen möchte, wie es wirkt, ohne dass ich drumherum hier irgendwelche Paletten offen habe oder mir irgendwelche Nachrichten hier reinfliegen, dann schaue ich mir das Bild gerne mal wirklich so einfach nur an und kann dadurch einfach nochmal viel besser beurteilen, ob noch
noch irgendwelche Stellen sind, die ich nochmal nachbearbeiten muss. Hier in diesem Bild, da habe ich noch gar nicht viel bearbeitet, da muss ich noch ein bisschen was machen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, die Taste L zweimal drücken, dann wird es komplett schwarz. Einmal drücken, dann wird der Hintergrund abgedunkelt. Und wie stark dieser Hintergrund abgedunkelt wird, das kannst du dir auch einstellen. Und zwar hier oben, wenn du einmal in das Menü auf Voreinstellung klickst, dann kannst du hier einmal auf Benutzeroberfläche klicken und dann gibt es hier nämlich Dimmstufe oder Dimmerstufe. Und die habe ich auf 90% gestellt. Die kann man auch auf 80%, das ist der Standard bei den meisten, oder sogar nur 50% stellen. Mache ich jetzt einmal 50%. Wenn ich jetzt einmal L klicke, dann siehst du, wie das hier nur zu 50% abgedimmt wird und dann im zweiten Schritt zu 100%. Das kannst du dir einstellen, wie du möchtest. Ich habe das mir gerne hier auf 90% gestellt, dass ich hier wirklich auch nur einmal die Taste L drücken muss und das Ganze wirklich schon relativ dunkel ist. Und Tipp Nummer 4 ist eine ganz einfache Vorher-Nachher-Ansicht. Natürlich geht das hier unten, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal das Bild noch ein bisschen bearbeite. Nehmen wir mal an, wir packen hier noch ein bisschen schwarz rein, ein bisschen weiß. Die Lichter werde ich vielleicht noch ein bisschen abdunkeln, insgesamt das Bild ein bisschen dunkler machen. Ja, der Himmel ist hier ein bisschen ausgebrannt, habe ich leider schlecht fotografiert. Aber ich glaube trotzdem werde ich dieses Bild mal auf Dauer noch ein bisschen bearbeiten. Schauen wir mal, was wir hier noch draus machen können. So, das ist jetzt einmal mal eine ganz grobe Bearbeitung, nur dass du mal siehst, was ich eigentlich meine. Ich möchte mir in diesem Schritt jetzt hier einfach mal eine Vorher-Nachher-Ansicht anzeigen lassen. Das kann ich hier einmal machen, dass ich jetzt hier auf der linken Seite mein Vorher und auf der rechten Seite mein Nachher-Bild sehe. Das geht aber auch noch einfacher. Ich gehe jetzt aus dieser Ansicht mal wieder raus und ich möchte jetzt einfach nur mal ganz schnell hintereinander Vorher-Nachher sehen, nämlich so. Und wie funktioniert das? Mit der Tastenkombination Shift und V. Wenn ich die zusammen klicke, dann sehe ich, ohne dass hier auch was an den Reglern passiert, die Vorher-Ansicht. Und wenn ich nochmal Shift und V klicke, bin ich wieder in der aktuellen Ansicht drin. Das ist eine sehr schöne Variante, wie ich immer ganz schnell meine Bilder miteinander vergleichen kann. Und ich finde, der Vergleich meistens ist auch für mich persönlich ein bisschen besser, als wenn ich die Bilder nebeneinander packe, weil ich dann wirklich pixelgenau übereinander den Vergleich quasi sehe. Immer hin und her. Ja, also manchmal mag man es lieber, wenn man die beiden Bilder nebeneinander sieht, manchmal aber auch, wenn man diese Variante hier wählt. Und einfach nur, damit du diese Variante kennst, mit Shift und V funktioniert sie. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht kannst du den ein oder anderen Tipp oder Trick jetzt auch mit in deinen Workflow übernehmen. Vielleicht kanntest du den ein oder anderen auch schon, aber es würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn du ein bisschen was aus dem Video mitgenommen hast. Ansonsten kannst du natürlich gerne einen Daumen nach oben geben und auch unten in die Kommentare posten, falls du weitere Tipps und Tricks kennst, die ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe. Dann können wir daraus vielleicht nochmal ein neues Video machen. Also würde mich sehr freuen und ansonsten kannst du mich natürlich auch auf Instagram abonnieren. Stefan Schäfer 90 heiße ich dort. Dort findest du immer die neuesten und aktuellsten Fotos von mir. Und noch ein letzter Hinweis, mein Online-Store, der hat aktuell 15% Rabatt, der Situation aktuell geschuldet, dass doch eigentlich fast alle zu Hause sitzen müssen und man sich so vielleicht ein bisschen die Zeit vertreiben kann, indem man ein bisschen was Neues lernt. Deswegen dachte ich mir, ein kleines Geschenk für euch, 15% Rabatt. Den Rabattcode findest du hier unten auch nochmal eingeblendet. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dann einfach im nächsten Video wiedersehen. Und wie gesagt, bleibt alle stark und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!